Ich will euch jetzt mal einen Unterschied nochmal erläutern mit der Ausführungsgeschichte. Warum es da langfristigen Unterschied gibt. Ich zeige euch gleich mal eine Grafik. Und zwar ist in unserer türkisen Farbe der JFD Core Spread sozusagen Commission separat. Und ihr wisst das, wenn ihr bei uns handelt, die Order wird Core Spread ausgeführt und es gibt eine Handelskommission, was völlig normal ist, dass man für eine Dienstleistung, für eine Qualität einen gewissen Obolus zahlt. Wie gesagt, wenn Broker alles umsonst machen, könnt ihr euch sicher sein, da ist das mit dem Spread inkludiert. Und deswegen gibt es bei uns nochmal einen zweiten Graph gleich, der heißt JFD All-In-Markup-Spread, weil wir im Spread dann die Kommission drin haben. Das geht durchaus und man kann es machen, dass man die Commission sozusagen, bei uns ist das aktuell 5,50 Euro Roundturn und 6 Dollar Roundturn, die praktisch dann, wenn man 100.000 handelt, also eine 100.000er Einheit, 100.000 Dollar, 100.000 Euro, sozusagen das als Kosten hat. Und das haben wir separat ausgewiesen. Und wenn man das sozusagen inkludiert in den Spread, dann wird der Spread größer, dann bewegen wir uns im Bereich, der Spreadaufschlag ist 0,5, 0,6 maximal, dann geht das Spread auf jeden Fall auf, weil das dann praktisch im Spread drin ist. Das sehen Sie mit dem zweiten Verlauf. Und dann sehen Sie einen Market Maker Spread, der eben inklusive Kommission, inklusive Aufschlag für Marketing, inklusive Aufschlag für Jamaika-Urlaub der Vorstände, inklusive Golfplatzangebot, was auch immer, etwas größer ist. Und langfristig, meine lieben Zuschauer, wirkt sich das eben tatsächlich auf Ihre Equity-Kurve auf, weil die kumulative Performance durch eine schlechtere Ausführung zwangsläufig leidet. Und jeder, der im Intraday-Bereich arbeitet, der wird wissen, dass der Kostenfaktor beim Trading enorm hoch ist. Das heißt, wenn Sie 100 Trades am Tag abfeuern, kann es passieren, dass Sie 20-30% Handelsgebühren haben von Ihrem Gewinn. Ja? Das muss man ganz klar wissen. Je mehr Sie handeln, desto höher die Kosten. Und wenn dann die Ausführung auch noch schlecht ist, dann wird das langfristig nur im Desaster enden. Weil Sie müssen A, die Kosten verdienen und dann auch den Spread erstmal verdienen. Und wenn Sie da aufgrund schlechter Rahmenbedingungen schon mal gar nicht die Möglichkeit zu haben, unterm Strich ist man dann zum Scheitern verurteilt. Und das ist das, was ich meine mit der Win-Win-Situation. Es gibt eben Broker, die haben überhaupt kein Interesse daran, dass sie Geld verdienen. Und durch große Spreads, durch unfaire Ausführungen wird das im Prinzip noch unterstrichen. Und glauben Sie mir, da können Sie noch so impulsiv die Erwartung haben, am Markt Geld zu verdienen, sie werden es langfristig nicht schaffen. Einfach, weil sie zu schlecht ausgeführt werden oder gegen sie gehandelt wird oder dann eben einfach der Broker schlussendlich schon mit ihrer Einzahlung seine Weltreise finanziert. Also es ist wirklich unglaublich und deswegen schaut ihr drauf. Jetzt gehen wir aber mal hier genauer ins Detail und kleines Entspannungsbild, ein bisschen Yoga. Wir sind jetzt schon ein Stück weit am Start hier, über eine Stunde. Hoffe, Sie sind mir noch am Folgen meiner Lippen, aber es wird auch noch eine Aufzeichnung dazu geben und wir werden auch wie beim letzten Jahr ein paar Short-Clips machen, sodass Sie dann hier im 5-10-Minuten-Ranges das Ganze nochmal nacharbeiten können. Aber grundsätzlich ist es jetzt mal so, dass ich das Finale dazu nutzen will, um ins Detail zu gehen, um Ihnen jetzt einfach mal, gerade bei gewissen Order-Typen, wie gesagt, Text können Sie sich dann auch nochmal in Ruhe durchlesen, auf den Punkt gebracht, um bei gewissen Order-Typen Ihnen jetzt mal zu zeigen, warum es ein Unterschied ist, und Sie erinnern sich vielleicht an den Rettungsring ganz zum Anfang, wo ich sagte, mit den Core Spreads, das macht einen großen Unterschied, wo eben genau jetzt die Unterscheidung liegt bei einer Marktausführung, wie sich das auswirkt. Ja? Man achtet kurzfristig nicht auf sowas, aber glauben Sie mir, wenn Sie mal 5-10 Jahre gehandelt haben und dann vielleicht auch viel Intraday, dann sind es genau die Stellschrauben, die ich Ihnen jetzt zeige, die den riesen Unterschied machen. Auch gerade in Sachen der Ausführung. Und wir haben jetzt praktisch hier etwas zu stehen, und zwar ist das der JFD Core Spread mit separater Commission und dann dazu der All-In Spread, der hier sozusagen der Markup Spread bei einem Market Maker ist. Und wir haben jetzt mal hier das Szenario, dass der Kunde einen Stop-Loss und einen Take-Profit bei einer Buy-Order oder einer Long-Position gesetzt hat. Ihr seht das hier. Das ist, wie gesagt, die Grafik. Und da seht ihr praktisch hier diese Range der jeweiligen Preis-Action. Wie gesagt, Bid and Ask, Verkaufs- und Ankaufskurs. Hier außen ist praktisch der Bid vom Markup und hier ist praktisch der Ask vom Markup. Wie gesagt, diese rote gestrichelte Linie. Und hier drin ist der Core-Spread. Und Sie haben jetzt eine Long-Order im Markt und Sie haben einen Take-Profit fixiert, wo ich jetzt nochmal auf die Anonymität zurückkomme. Der Broker, der die Orders sozusagen alle sieht, der weiß ja, wo ihr Take-Profit liegt. Das kommt noch dazu, ob er sie da ausführt oder nicht. Letztlich kann er das mit so einem ausgedehnten Spread auch sehr gut tangieren, aber grundsätzlich geht es auch dazu oder darum, wenn Sie den Spread sozusagen hier mal sehen, dass Sie ihr, wenn Sie einen Take-Profit haben wollen und Ihre Order sozusagen, Bid ist der Verkaufspreis, Sie wollen den ausgeführt wissen, dann muss der Bid
auf dem Take-Profit landen. Und wenn Sie jetzt einen Markup-Spread haben und der Bid läuft eben auch, oder der Preis läuft mit dem Bid auch in Ihre Richtung, aber der Spread ist zu groß, der Spread ist einfach zu groß, dann kommt es nicht zum Take-Profit. Und ich habe selbst auch schon erlebt, selbst Interbankenmarkt, wo mein in dem Fall war es ein Glücksfall, mein Stop-Loss 0,1 Pipette, also Pip verfehlt wurde und der Trade weiterlief. Super. Ja, aber bei einem Take-Profit ist es eben so, dass es einen hier wirklich... Das ist Ihnen vielleicht auch schon so gegangen. Sie haben gesagt, meine Güte, der Trade geht in meinen Take-Profit und kurz vorher dreht der Preis wieder nach unten ab und Pustekuchen. Ne? Das war mal kurz die Illusion eines Gewinns, ist aber nicht dazu gekommen. Das kann auch an dem Core-Spread liegen. Und jetzt haben wir auf der rechten Seite die Geschichte mit dem Stop-Loss. Ja, wenn Sie den, also Sie haben eine Long-Order und der Bid ist der Verkaufspreis und der Bid ist der Preis, wo ausgeführt wird, nicht der Ask. Und hier haben wir auch wieder die zwei Reihen, die nach unten laufen und Ihr Bid-Core-Spread geht nicht bis zum Stop-Level. Der dreht aufgrund des engen Spreads, dreht der vorher wieder nach oben, okay? Und bei einem Markup-Spread ist die Wahrscheinlichkeit eben erhöht, weil der Spread, der Bid, der Verkaufspreis viel zu groß ist, dass der diese Order abführt. Oder abholt, besser gesagt. Und das kann allein schon dadurch passieren, dass der Spread so aufgerissen ist. Und das ist einfach mal ein Szenario 1 bei einem Beispiel einer Long-Order, wo man einfach sagt, durch den Core-Spread werden Sie bessere Ausführung bekommen, weil der Take-Profit eher erreicht wird und der Stop-Loss eher später, muss man wissen. Nächstes Szenario, was haben wir hier? Der hat eine Sell-Limit-Order und eine Buy-Limit-Order. Das heißt, Sie wollen, wenn ein bestimmtes Level gekauft wurde, verkaufen, also den Ausbruch traden, oder also Long- oder Short-Ausbruch traden. Das ist das simple Prinzip. Und genau auch hier haben wir letztlich die Bid- und die Ask-Lines, die hier sozusagen das Entscheidende darstellen. Oder besser gesagt, Sie haben hier ein Buy-Limit, so rum ist es. Sie kaufen praktisch oder Sie wollen zu einem Tiefpreis kaufen, um an einer Aufwärtsbewegung teilzunehmen, oder Sie wollen an einem Hochpreis verkaufen, Ausbruch kommt danach, um an einer Abwärtsbewegung teilzunehmen. Und da ist auch genau immer in so einem Range-Markt praktisch die Frage, wo werden Sie abgeholt? Und auch hier wieder dasselbe Prinzip. Kommt es zur Orderausführung oder kommt es nicht zur Orderausführung? Sie haben immer wieder diesen Spread, der sich eben tatsächlich daran orientiert, wo ist der Ask und wo ist der Bid und wollen Sie kaufen oder verkaufen. Und wenn die Schere auseinandergeht, dann ist es ja schon rein logisch, dass einfach von der Abfolge her Sie zwangsläufig einen Nachteil haben, wenn das Ganze größer wird. Und hier in dem Beispiel sehen Sie es ja auch relativ simpel. Die Sell-Order berührt während der Marktbewegung sozusagen die Bid-Line und in dem Fall kommen Sie hier in diesen Short-Trade rein, um dran zu partizipieren. Hier bei diesem Markup-Spread werden Sie gar nicht abgeholt. Ihre Order wird nicht gefillt. Gleiches Beispiel hier bei der Long-Order. Jetzt bin ich mal ein Stück weit von rechts nach links. Völlig wurscht. Ist immer wieder dasselbe Prinzip. Wenn Sie hier kaufen wollen, Bid ist der Verkaufspreis, Ask ist der Kaufpreis. Dann kaufen Sie hier mit dem engen Core-Spread tatsächlich hier das Limit ein, während der Markup-Spread irgendwo hier oben rumdümpelt und gar nicht auf Ihr Buy-Limit stößt, beziehungsweise im Verkaufsfall auf das Sale-Limit. Und wie gesagt, hier eine schöne Grafik, um Ihnen das einfach mal zu verdeutlichen. Achtet drauf, wie der Spread ist. Um es jetzt nochmal ein Stück weiter eskalieren zu lassen, habe ich noch einen dritten einen Slide dazu. Und zwar haben Sie einen Sell-Stop und Buy-Stop sozusagen gesetzt. Das ist jetzt das, wovon ich gerade eben sprach. Sie wollen praktisch den Ausbruch handeln oder eben, also Ausbruch nach oben oder Ausbruch nach unten. Und letztlich auch in einem Range-Markt sehr, sehr interessant, aber Sie kennen das wahrscheinlich auch. Der Markt täuscht kurz nach oben an und dann ist er wieder in Range. Täuscht an, ist wieder in Range. Und auch hier macht es aber einen großen Unterschied, ob Sie eben zu einem Core-Spread ausgeführt werden oder nicht. Weil nämlich, wenn Sie in einem Range-Markt sich bewegen, sollte man wirklich nur den Ausbruch handeln, wenn es zu einem Ausbruch kommt. Bleibt der Ausbruch aus, na, besser nicht einsteigen. Haben Sie aber einen Mark-Up-Spread, der relativ groß ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sozusagen in eine kleine Aufwärtsbewegung plötzlich mit dabei sind beim Ausbruch nach oben oder bei einem Sell nach unten, sehr, sehr viel höher. Und das ist, wie gesagt, jetzt ein einzelnes Beispiel. Aber wenn Sie 5 bis 10 Jahre, und ich rede nicht nur über 2, 3 Monate zocken, sondern wenn Sie das lange praktizieren, dann wird sich das enorm auf Ihre Performance auswirken, wie Sie eben ausgeführt werden. Und das muss man ganz klar wissen.